Lautwurm. Peter, schön, dass du da bist. Weißt du, ich bewundere das immer, wie du alles managst. All die Programme, all die Leute und so. Und dabei wirkst du immer so ruhig und ausgeglichen. Ja, und auch authentisch. Das Authentische, das ist das, was, glaube ich, auch Eisenblätter ja gesagt hatte auf dem Abschluss. Und ich denke, das ist wirklich was, was man dir echt nachsagen kann. Toll. Weißt du auch noch, dass du das mir als Tipp mitgegeben hast auf mein Potenzialverfahren, authentisch zu sein? Irgendwie war es ja nicht sehr viel, was du mir mitgegeben hast, außer das volle Vertrauen, was übrigens sehr wichtig war, und auch die Unterstützung zusammenzubringen. Aber deine einzigen Worte waren, bleib wie du bist, bleib authentisch. Was ich von dir gelernt habe. Vor allem war es ganz witzig, weil ich konnte erst gar nicht glauben, als man mir erzählt hat, du gehst in Rente. Ich dachte, du hättest irgendwo einen noch besseren Posten gefunden und habe gedacht, nee, der Peter ist nicht so alt, um in Rente zu gehen. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und nochmal tausend Dank für alles, was du für uns getan hast und vor allem für mich. So Peter, ich glaube, jetzt habe ich viel Nettes gesagt und du weißt, die Zeit drängt, jetzt wird es aber echt Zeit. Komm Peter, jetzt komm. Wir müssen jetzt hier was tun, ne? Schön, dich da gehabt haben. Mach's gut. Tschüss. Hi Peter, welcome here at our meeting. So, you know, as you see, we're still working, even though we have now a day where we're thinking about your future and what it may hold for you. We know it's going to be an exciting future because this steady state and Ruhestand and all these things are just not for you. Nobody can imagine you in Ruhestand. You are such a busybody. But whether you are here or pursuing your interests somewhere else, we wish you well. We'll keep on doing the best you can in spirit. You'll, of course, be here with us. And so let's together wish him well for his next phase. What do we say here? We say, Lieber Peter, Abschied nehmen fällt uns in der Regel schwer und die richtigen Abschiedsworte zu finden ist auch eine Kunst für sich. In deinem Fall fällt es mir allerdings sehr leicht. Eines besticht nämlich bei deiner Person. Du hast uns immer die Freiheit und auch den Freiraum gelassen zu wachsen. Und gewachsen sind wir im Wasserprogramm in der Tat. Dafür danke ich dir und wünsche dir auf deiner weiteren Reise von Herzen alles Gute. Peter, Mensch, das ist richtig schade, dass du jetzt schon gehst. Wir hatten ja nur 6 Monate zusammen. Ich hätte mir gewünscht, es hätte viel länger gedauert. Ich wünsche dir, dass deine Demut, dein Langmut, deine Professionalität, deine Fairness, all das, was ich bei dir erlebt habe, im Unruhestand vergolten wird mit viel guten Freunden, noch ganz vielen neuen und bereichernden Erfahrungen, dem einen oder anderen guten Glas Wein und vor allem wünsche ich dir gottesreichen Segen. Hallo Peter, komm rein. Ja, hallo Peter, was ich dir immer schon mal sagen wollte. Keine Angst, jetzt kommt keine Abrechnung, ganz im Gegenteil. Ich möchte dir und meinem Glück danken für die 2 Jahre, die du mein Chef warst. Du warst immer mein großes Führungsvorbild und ich hoffe, dass die 2 Jahre lang genug waren, um mir so einiges bei dir abzugucken. Vor allem dein Blick für die kleinen Führungsdetails haben mich immer sehr beeindruckt. Wenn andere Bosse schon abwinken und sich nicht mehr zuständig fühlen, warst du immer noch da für deine Leute. Ganz genau zu wissen, wann man delegieren kann und wann man sich als Chef um die Sache selber kümmern muss. Du hast mal gesagt, es geht nicht darum, Entscheidungen zu fällen, sondern darum, Lösungen zu finden, die alle akzeptieren. Und dieser Satz wird mich in Zukunft begleiten. Ich wünsche dir alles, alles Gute und viel, viel Gesundheit für deinen Ruhestand. Oh Mann, Peter, du immer noch hier. Wir haben wirklich Wichtiges zu tun jetzt. Komm. Okay. Hast du denn nichts zu tun? Ach, tschüss. Ruhestand. Tschüss. Ja, tschüss. Mama, I'm sorry, I'd like to see you.
Mann zu allem, mein